So, wieder hallo, und willkommen zurück zu einer wunderbaren neuen Ausgabe von Formel 1 2020 hier im My-Team-Modus. Wir sind zurück und heute kommt, glaube ich, fast mit die Lieblingsstrecke aus diesem Rennkalender auf uns zu, nämlich Zandvoort. Es geht zu den großen Preisen der Niederlande, die dieses Jahr eigentlich hätte wieder stattfinden sollen. Gut, echt nehmen, wie gesagt, wurde leider abgesagt, aber hier im Virtuellen können wir ihn jetzt schon mal erfahren. Ich bin mega, mega Fan von Zandvoort. Absolut super geile Strecke. Auch eine Strecke, wo ich mir eigentlich hoffe, dass wir da auch durchschnittlich wieder sehr gut abschneiden, weil ich da eigentlich doch einen recht guten Flow bekomme. Werden wir aber heute sehen. Wir sehen auch, wir haben ein Presseinterview, ein größeres. Also wir müssen uns gleich mal ein bisschen vor der Presse, ich sag mal, artikulieren, ein bisschen den Jungs sagen, jo, so läuft es hier bei uns. Letztes Rennen lief ja wirklich sehr gut, wir sind in die Punkte gefahren. Natürlich Ausnahmefall, das wird nicht bei jedem Rennen stattfinden, allein weil ich nicht bei jedem Rennen mit dem Wagen so gut klarkam. Das lief letztes Mal schon echt gut. So, wir gehen mal in die Aktivität. Wir haben ein bisschen Presseinterview, aber noch 4 Tage. Und natürlich als großes Business-Unternehmen, was wir sind, möchten wir diese Tage natürlich auch sinnvoll nutzen. Jetzt bin ich gerade mal am Überlegen, wo wir die reinnehmen können. What the fuck? Teilnahme im F1 E-Sport-Event. Wie geil ist das denn? Ja, das kommt da rein. Geil, hab ich jetzt gesehen, dass es das gibt. Ja, das nehmen wir natürlich mit. Dann haben wir hier nochmal 4 Tage. Sponsorenwerbung. Ausrüstungs-Upgrade bei Chassis machen wir noch. Das klingt doch ganz gut. So, dann haben wir alle Tage sinnvoll gefüllt. Nachrichten gibt es keine. Einrichtungen können wir gleich mal gucken. Wir gehen mal ganz kurz in die FLE-Abteilung. Wir haben 415 Punkte, da brauche ich gar nicht gucken. Wir können eh nichts machen. Da, also zumindest wüsste ich nicht, was wir damit groß anfangen könnten. Ja, upgraden mit 2 Millionen würde ich jetzt momentan noch sein lassen. Damit sind wir, denke ich mal, dann ganz gut erstmal aufgestellt. Den Rest müssen wir dann gucken, wenn wir wieder ein bisschen mehr Cash haben. Deswegen geht es erstmal weiter. Eure Heckflügel Strakes sind am 22. fertig und das Chassis-Ausrüstung-Upgrade am 28. Hoffen wir mal, dass der Heckflügel klappt. Gucken wir mal. Bitte. Shit, er hat nicht geklappt. Okay, den müssen wir jetzt auf jeden Fall gleich wieder in die Neuentwicklung geben, dass der auf jeden Fall nochmal entwickelt wird. Press-Interview gleich, Jungs. Ich muss mal ganz kurz meinen Flügel neu entwickeln, der hat leider nicht geklappt. Okay, einmal neu entwickelt, nochmal einen Auftrag gegeben. Jungs, jetzt bin ich nicht verkacken. So, wir haben ein Presseinterview. Wir haben einen Termin für ein Presseinterview mit Will Buxton. Er erwartet im Pressebereich. Oh, vom Anfang schon bekannt. Der nette Herr möchte nochmal mit uns anscheinend ein bisschen über uns und unser Team reden. Das werden wir doch sehr gerne machen. Danke, dass Sie mich in Ihr Hauptquartier eingeladen haben. Gerne. Reden wir darüber, wie Sie diese Saison abgeschnitten haben. Ihr Team sammelt ziemlich regelmäßig Punkte. Einmal. Denken Sie, dass Sie es in Zukunft auch mit den Top-Teams aufnehmen können? Okay, da so hochstechen wollen wir noch nicht. Ich sehe mich jetzt nicht auf Mercedes-Niveau. Da brauchen wir jetzt mal nicht drüber reden. Das wäre vielleicht ein bisschen übermotiviert. Dank unserer Freunde von Equinox haben wir jetzt die Mittel dafür. Das wäre natürlich geil. Wir können uns ein bisschen einschlagen, ein bisschen die Geldschraube hochzudrehen. Wir wären nicht dabei, wenn wir nicht gewinnen wollten. Das haben wir vor, aber es wird eine Weile dauern, bis wir so weit sind. Auto als Meisterschaft gewinnen, kann man nicht immer nachbauen. Komm, das hier wird mir zwar Geld nicht bringen, aber wir sind einfach mal ehrlich. Ehrlichkeit gewinnt auch immer. All meine Abteilung. Was ist Ihre Vorhersage für Ihr Team in dieser Saison? Hoffentlich können wir den 3 Top-Teams gefährlich. Alter, was so geil sind das für Aussagen? So, ey, ich mal verraten. Wir machen Mercedes in der ersten Saison platt. Ist doch kein Ding. Wir werden wohl sicher im Mittelfeld liegen. Wir sind immer noch dabei, uns einzeln zu gewinnen. Aber wir hoffen auf ein paar Punkte. Unser Ziel dieser Saison ist die Meisterschaft. Ja, ab dem Moment hast du auf jeden Fall irgendwas vorher eingeworfen. Auf ein paar Punkte. Wird Ihr Team diese Saison um die Konstrukteursmeisterschaft kämpfen oder nur um Punkte? Ich weiß nicht, ob er die letzte Rennen mitbekommen hat. Irgendwie ist der Mann so realitätsfair. Na gut, unser Team entwickelt sich zwar noch, aber wir hoffen, wir holen viele Punkte. Wir haben vor, die Saison eine Menge Punkte zu holen. Die Saison haben wir jetzt auf dem Titel abgesehen. Ja, sind ein paar Podiumsplätze. Holen viele Punkte, eine Menge. Ja, machen das mal, komm. Ihr zweiter Fahrer scheint sich an sein Auto gewöhnt zu haben. Haben Sie viel für seine Ausbildung getan? Naja, es gab schon Fortschritte, aber ich glaube, da geht noch mehr. Ja, in diesem Sport ist es ziemlich wichtig, in sein Personal zu investieren. Ja, er hat eine Menge Zeit im Simulator verbracht. Ja, machen wir das mal. Reden wir mal über Ihren neuen zweiten Fahrer. Hat er sich schon eingewöhnt? Das war die Frage, wie vorher, nur leicht anders formuliert. Ja, wenn mir gut helfen, dann ja, Mick liebt das neue Auto. Erstmal irgendwelche Wörter in den Mund legen. Ja, komm, das machen wir hier. Das lobt ihn auch ein bisschen. Ich danke vielmals für das Gespräch. Es war wie immer eine Riesenfreude. Ach, sehr, sehr gerne. Ist sehr geil, das Interview zu haben, wenn das eigene Auto so im Hintergrund steht. Es ist optisch schon ziemlich geil gemacht, muss ich sagen. So, also wir haben ein bisschen, ich denke mal, die Leute haben uns ein bisschen gemocht, denke ich mal. Guck mal, Moral ist bei allen momentan gut.
Das ist schon mal eigentlich in Ordnung. Letztendlich denke ich, sind wir momentan so okay unterwegs. Aber egal, das läuft. Das löbt, würde ich sagen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen zum großen Preis der Niederlande. Aber ich habe nämlich Bock drauf. Ich habe sehr viel Bock drauf, weil es, wie gesagt, eine meiner absoluten Lieblingsstrecken. Ich liebe, liebe, liebe. It's Zandvoort. Es ist wirklich ein geiler Track. Also wirklich. Auch vor allem sehr schneller Track. Vor allem für die Formel 1 noch ein bisschen angepasst worden. Hier und da haben wir noch ein paar, ich sag mal, die. Insbesondere letzte Kurve vor Start Ziel wurde nochmal ein bisschen angepasst. Und möchte kurz nochmal sagen, dass alle Leute hier unterbezahlt sind. Das erwähne ich viel zu selten, weil wir haben einfach kein Geld für viel Geld. Außer für mich. Aber deswegen sitze ich auch hier so chefmäßig. Gut, aber das ist auch irgendwie der Platz des Chefs. Nur damit ihr wisst, wie wenig wir uns leisten können, dass ich nicht mal ein eigenes Büro habe. Nur Jeff. Jeff hat irgendwie ein eigenes Büro und ich verstehe nicht, warum ich das so gemacht habe. Na gut. Gehen wir mal rein. Wir haben. Oh, Sonnenschein. Wunderbar. Das macht schon mal Spaß. Das klingt schon mal gut. Ganz gut. So, Wochenende. Ja, Wetter ist traumhaft. Das könnte kaum besser sein. Das ist ja mal mega, mega nicig. So gefällt mir das sehr gut, würde ich sagen. Abnutzung passt soweit, denke ich mal auch. Wir haben bisher 41%. Ich sag mal so, der Verbrennungsmotor, der kommt langsam in den Rahmen, wo man es mal auf jeden Fall im Blick halten sollte. Der Rest ist aber alles noch, der Rest ist auch in Ordnung. Alles super. Getriebe, was sagt das? Auch noch alles gut. Okay, momentan Abnutzung geht sogar. Unser Wagen hält sich relativ sicher auf Beinen. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal rein wie immer ins erste Training. Mal eine kleine Akklimatisierung. Und danach kümmere ich mich um die nächsten Trainingssessions. Und dann geht schon rüber in das Rennen und allem. Ich hab sehr viel Bock. Ab geht's ins Training, liebe Leute. Schauen wir mal, was wir hier so reißen können. Ich muss ja mal ganz klar sagen, der Helm von Hamilton schimmert schon ziemlich geil. Also da kann man sagen, was man will. Das ist schon ein ziemlich nicer Helm, wenn man mal so drauf guckt. Das gefällt mir schon ganz gut. So, dann wollen wir mal eine schöne Runde drehen. Hier, zwei, drei Runden drehen, je nachdem, wie gut ich reinkomme. Hier im wunderbaren Zandvoort. Wann darf ich? Wow, okay, ey, das ist nicht geil. Wir haben gerade Wasser auf der Linse. Das ist nicht geil. Im Training tröpfelt es anscheinend leicht. Das gefällt mir persönlich schon mal. Oh Gott. Ja, ich glaube, die Akklimatisierung kann ich gleich direkt unterbrechen. Wenn das hier weiter anfängt zu regnen, wie es gerade tut, wird das hier gar nichts mit Punkten treffen, weil wir in jeder Kurve gleich einen Abgang in die Mauer machen werden. Das gefällt mir gar nicht. Wo kommt der jetzt her? Gut, also ich habe nicht ganz drauf geachtet, wie das Training komplett angesagt worden ist. Aber anscheinend hat das Training ein bisschen mit Regen zu kämpfen. Finde ich ja gar nicht mal so geil. Oh, shit, da ging mir das Heck nicht weg. Egal, alles gut. Super, super geiler Track. Relativ schnell, muss man sagen. Hat auch ein paar fiese Stellen, die man sich so ein bisschen einstellen muss. Aber alles in allem finde ich persönlich eine sehr, sehr geile Strecke. Boah, Alter, ja, es fängt an zu schmieren, minimal. DRS-Zone in Kürze. Bereit machen. Die Entfernung siehst du auf deiner MFA. So. Ich bin persönlich einen wunderbaren Track. War da jetzt auch, sagen wir so, zwei, dreimal schon mal zu Besuch, also jetzt nicht bei offiziellen Rennen. Aber wenn man mal oben in Holland, in Zandvoort, da oben in der Gegend Urlaub macht, dann fährt man auch gerne einfach mal vorbei. Geht ein bisschen auf die Dünen und schaut da den. Ja, lokalen Rennserien zu, die da ab und an stattfinden. Sehr, sehr nice. Die Strecke für die Formel 1 noch ein gutes Stück angepasst worden, insbesondere die letzte Kurve. Gute Arbeit. Du scheinst die Strecke schon gut im Griff zu haben. Wurde noch ein bisschen, Versuchen ja, wir sagen wir jetzt jede mal, Runde oh, zu mehr, maximieren. mehr, Denk ich daran, sag, dass du einen bestimmten oh, Bonus erhältst, wenn du mehr jede steil Kurve gemacht. hintereinander meisterst. Und hier da ein paar kleine Anpassungen. Allgemein haben sie nicht zu viel angepasst, muss ich sagen, was ich ganz gut finde, weil ich den originalen Flow der Strecke nämlich ultra nice finde. Und ich sehr schade finde, hätte die Formel 1
Ich habe die Charakteristik dieser Strecke kaputt gemacht. Es hat wirklich diese leichte Dünen-Achterbahn, die du hier fährst, mit diesen Links-Rechts-Passagen. Immer alle Kurven, wie ihr seht, sind so leicht angeschrägt. Das ganze Geschwindigkeitsgefühl auf dieser Strecke ist ultras nice. Was man gerade auch vielleicht sieht, dass ich doch relativ gut klarkomme. Du machst das gut, weiter so. Wir rechnen mit weiteren 10 Minuten Regen. 10 Minuten noch. Ja, ist schön, dass ich auf harten unterwegs bin, wenn es draußen am Pissen ist. Ich hab mich beim Rausbeschwerden merke ich nämlich langsam, dass die Strecke so leicht nass ist, weil die Karre mir ganz am Arsch kommt. Natürlich für die Streckenakklimatisierung und für alle anderen Trainingsprogramme natürlich. Boah, Alter, leicht für den Arsch. Ich muss die Strecke nicht im Regen fahren, weil so eine schnelle Strecke, die im Regen halt sehr fies sein kann, kann ich mir vorstellen. Vor allem eben die schnellen Passagen. Wenn du da einen Querschieher hast, Alter, dann plankst du ja mit so einem Tempo ein. Ja, da geht noch was, da geht noch was. Come on. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Oh, nein, 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 da geht nichts mehr. Scheiße! Ah. Ja, da habe ich in den Körper mitgenommen. Das soll ich sein lassen. Gut, und mal versuchen wir noch überall anders wenigstens was hinzukriegen. Scheiße, hab ich. Oh, ja, gut, nee, die Runde ist für den Arsch. Ah, hab ich Mist gebaut. Die Reifen werden aber kaum auch nicht mehr auf Temperatur, kann das sein? Oh, eigentlich ist es noch grün, aber ich fühlt sich halt nicht so an, um ehrlich zu sein. Nee. Nee, nee, nee. Da werde ich aber gerade die Boxen einfach üben hier nach. Das werde ich ja jetzt gerade einfach dafür nutzen, wenn die Runde jetzt für die Akklimatisierung nicht mehr wirklich. Ey, die Strecke ist so rutschig, Alter. Das kannst du knicken. Holy shit. Da werde ich nämlich jetzt einfach die Boxeneinfahrt mal kurz üben. Weil das mache ich sonst nie. Das. Oh, Alter, komm schon. Das ist jetzt nicht mal so schlecht, meine Fresse. Jetzt habe ich auch Probleme mit zu warmen Reifen. Den Donut habe ich mir die Reifen jetzt gerade heiß gemacht. Okay, eieieiei, jetzt bin ich aber komplett raus hier. Komm, fahr vorbei mit dem. Danke. Perez, ich bin nicht auf der schnellen Runde. Bitte, fahr! Alter. Ah, die KI. So, ja, ich auf einer schnellen Runde. Ich mit Schritttempo neben ihm, Perez. Sieht das so aus wie eine schnelle Runde für dich? Was machst du denn hier? Falls die Boxen, gucken wir mal. Ah, das war ganz okay. Das war ganz solide. Okay. Gut, damit war es für unseren Trainingslauf. Ich sag mal so, ich kann die Strecke eigentlich besser. Es lief halt wirklich nicht gut, aufgrund dessen, dass wir jetzt mit Nässe zu kämpfen hatten. Das Wetter hat es jetzt im Training leider überhaupt nicht reingespielt in meine Übungsfahrt, weil, ja. Also normalerweise hätte ich das locker alles auf Lila fahren können, aber ich habe ein paar Kurven dann doch hart wegen dem Regen Probleme gehabt, weil er mir immer wieder jetzt übersteuern kann. Was natürlich klar ist, weil mit harten Reifen und dann ist ein Strecken gerade unterwegs war, das ist natürlich taktisch jetzt nicht so gut gewesen. Dementsprechend wage ich mich noch an die nächsten beiden Trainingsprogramme, damit wir noch ein paar Punkte sammeln, weil der Wagen muss weiterentwickelt werden und dann sehen wir uns gleich zum Blitzqualifying. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Albon und Sebastian Vettel. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. So, dann haben wir das Training rum. Ja, ich habe keine Zeiten mehr und keine großen Trainingssessions mehr geschafft, weil es leider die ganze Zeit nur im Regen war. Wir waren jetzt wieder auf Zweiter unterwegs mit unserer Zeit mit 21, aber ihr seht, die sind alle schneller geworden, weil es zum Ende des Trainings dann doch nochmal anscheinend aufgehört zu regnen, wo die ganze KI dann jetzt nochmal Zeiten rausgekloppt hat und nochmal eine Runde gefahren ist. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Deswegen sind wir jetzt nicht unbedingt auf einem Niveau mit unseren Teamkollegen. Aber wie gesagt, Training ist eh relativ unaussagekräftig, was das Thema jetzt angeht, da wir eben im Qualifying und im Rennen Sonnenschein haben. Also das war jetzt nur im Training leider, dass wir da einen leichten Regeneinbruch hatten. Und da versuchen wir natürlich jetzt im Qualifying und im Rennen ja von abzusehen, dass wir da weiterkommen. So, wir dürften insgesamt in unserem Team schon auf Anerkennungsstufe 5 sein, ne? So wie es aussieht. Jo, Stufe 5 it is. Nice, das gefällt mir gut. Das gefällt mir sehr gut. So, da wollen wir jetzt mal gucken.
was wir gleich im Qualifying so abruppen können. Wir haben eine Nachricht bekommen. So. Zandvoort ist eng, voller Höhenunterschiede und sehr steiler Wölbungen. Vor allem bei der letzten Kurve. Es ist wichtig, dass du nicht überreagierst, wenn du das Auto auf den Kuppeln leicht wird. Sonst könntest du die Kontrolle verlieren, wenn der Grip zurückkommt. Sehr bei Kurve 11, vorsichtig. Sie ist ziemlich schlecht einsehbar und sehr eng. Wenn du die Bremsung verpasst, wirst du hinterher viel Zeit verlieren, wenn du überholen willst. Punkt. Wenn du überholen willst, bleib bei der letzten Kurve so nah es geht in deinem Gegner, wenn du die überholt hast. Viel Glück und Spielspaß da draußen. Ja, das werden wir haben. Bei der anderen Wetter-Sessions, wie gesagt, sind, soweit ich jetzt gesehen habe, vom Wetter wunderbar sonnig, beziehungsweise leicht bewölkt, aber es regnet auf jeden Fall nicht, was schon mal viel wert ist. Und mit diesen wunderschönen Ansagen würde ich sagen, gehen wir ins Blitzqualifying und schauen nochmal, wo wir uns qualifizieren können fürs Rennen hier in Zandvoort. Ich habe jetzt leider gar keine Einschätzung, weil das Training halt so über den Haufen lief, deswegen mal abwarten, wir gucken mal. Ja, da sind wir doch schon ganz gut vorbereitet. Hast du ein paar Tipps noch bekommen und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange und gehen auf den Track. Blitzqualifying, Zandvoort. Und ich habe jetzt kaum gerade das Training jetzt gehabt im Trocknen, weil ich die Strecke jetzt vor ein paar Tagen das letzte Mal gefahren bin, aber wird schon gut gehen, liebe Leute, wird schon gut gehen. Ja, letzte Kurve haben wir auch gut rausgeholt. Die ganze über den Track war nicht so gut, da war ich solide, so 20, 21, aber die letzte Kurve haben wir nochmal richtig zeitgut gemacht. Und ja, sind damit jetzt auf Platz 15 vor. Nice, nice, nice. Sehr gut. Ja, das lief doch sehr ordentlich. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Hamilton und Charles Leclerc. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Zeittechnisch schaut es auch wieder ein bisschen besser hin als in China. Da hatten wir ja viel zu viel Vorsprung von vielen Kollegen. Jetzt sind es 0,3 Sekunden. Das passt es hier alles hinten sehr, sehr eng, muss man ganz klar sagen. Sind vor beiden Alphas und beiden Haas. Das ist schon mal sehr gut. Das passt auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut eingeordnet. Ja, geil. Okay, Qualifying lief schon mal gut. Jetzt müssen wir das gleich nur 18 Runden im Rennen über die Bahn bringen. Dann ist alles super. Dann bin ich auf jeden Fall sehr happy mit dem Ergebnis. Punkte ist auf jeden Fall kein Pflichtziel, das ist schon mal ganz wichtig. Punkte sind nicht das, was wir hier fahren wollen. Wir wollen einfach nur, ich will Minimum einen Platz halten. Das ist immer so meine Sache, die ich mir so vorgebe. Platz halten, wenn Platz gewinnen, dabei ist geil. Punkte sind auf jeden Fall nicht das Pflichtziel hier, weil ich glaube, das Tempo können wir später mit abgenutzten Reifen gar nicht mehr gehen. Aber wir schauen mal, was wir hier so leisten können. Werden wir mal gucken. Vor dem Rennen, viel Spaß da draußen. Das war wieder mit der Pizza. Ja, gut. Er und seine Pizza, das ist ja nicht okay. So, ich würde sagen, Rennen, Zandvoort, ab geht's, die Niederlande rufen und wir gucken mal, was wir jetzt hier in 18 Runden durch die Dünenachterbahn so schaffen können. "35 Jahre ist es her, dass der großartige Niki Lauda hier in Zandvoort seinen 25. und letzten Grand Prix Sieg holte. Nur 2 Zehntel vor seinem damaligen McLaren-Teamkollegen Alain Prost und nach einer Aufholjagd von Startposition 10. Die Strecke, die wir hier sehen, ist natürlich ganz anders als damals, aber sie hat immer noch eine beeindruckende Geschichte vorzuweisen, zu der heute mit dem großen Preis der Niederlande 2020 ein weiteres Kapitel hinzukommen wird. Eine Runde auf dieser 4,2 Kilometer langen Strecke von Zandvoort führt durch 14 Kurven.
10 nach rechts und 4 nach links und vor Kurve 1, auch als Tarzan-Bocht bekannt, über eine 678 Meter lange Hauptgerade, die mit DRS-Unterstützung die beste Überholmöglichkeit auf dieser Strecke bieten sollte. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Charles Leclerc steht auf P2. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Vettel, Alexander Albon und Ricciardo. Sainz Junior, Perez, Stroll und Lando Norris. Bottas, er hat eine Gridstrafe erhalten. Ocon, Pierre Gasly und Quert, der Witzbold, Magnussen, Kimi Räikkönen und Romain Grosjean, Giovinazzi, Schumacher, Russell und Nicolas Latifi. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Gut, ich vorher noch gesagt, Punkte sind es nicht wichtig, Jeff, so Punkte. Ich so, okay, Jeff, alles gut, Jeff, bitte fahren Gang runter. So, wir fahren ein entspanntes 18-Runden-Rennen. Das Geile ist, schön aufgeteilt, 9 Runden auf den Softs, 9 auf dem Medium. Was sehr nice ist, weil ich auf den Soft einfach viel, viel besser klarkommen werde. Also 9 Runden fahren wir jetzt, halb. Das klingt gut, ich würde sagen, ab geht's mit dem großen Preis der Niederlande hier in Zandvoort, liebe Leute. Viel Spaß wünsche ich euch. Und ja, wir gucken mal, was wir so reißen können. Okay, das machen wir nochmal neu. Alter, habe ich damit nicht gerechnet. Sorry. Ich habe gedacht, wir starten normalerweise neu, aber das kam ja so plötzlich, dass der... Alter, ich habe gerade irgendwie den Bremspunkt nicht im Auge gehabt. Sorry, noch einmal. Fuck. Alter, habe ich ihn abgeräumt. Dafür einen Traumstart erwischt. Da wollen wir jetzt im Gegenzug. Ah, den Spoiler uns wieder angefahren. Scheiße. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Ich werde höchstens aber ausstehen, dass ihr das macht, weil das kostet mich viel zu viel Zeit. Wir müssen mal überlegen, ob wir das machen. Wir ziehen eine alternative Strategie. Oh, Scheiße. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Erstmal gerade ganz kurz gucken, was jetzt hier abgeht, Kollege. Ich muss erstmal ganz kurz mich ein bisschen. Sortieren, meine Fresse. Ein Gäste, die mir jetzt gerade die ganze Zeit auf den Sack gehen würde, wäre ganz geil. Geht in Ordnung. Natürlich merke ich auf so einer Strecke wie Zandvoort jetzt leider sehr, dass mein Spoiler beschädigt ist. Boah, Alter, was ein Startchaos, ey. Ich muss jetzt mal gerade ein bisschen runterkommen. Komm jetzt rein. Boah, ich will jetzt mal reinkommen, ey. Ich bin gerade so überfordert mit der Situation hier gerade. Ja, in der Kurve merke ich meinen Spoiler leider asozial hart. Da geht der richtig vorne rüber. Scheiße, ey. Das ist so eine Kurve, wo halt kaputter Spoiler so richtig ungünstig ist. Ich denke, ich werde trotzdem tauschen müssen. Alles andere wäre leider... Also klar, wir verlieren natürlich Zeit auch mit dem Tau... Boah, Alter, Quert, Dankeschön für den Schubser. Wir verlieren natürlich auch Zeit mit dem Tausch, ständigerweise. Räikkönen, hier ist kein Platz, aber was ist denn los mit dir? Aber wir verlieren mehr Zeit auf dem Track in den Kurven. Um Längen. Dafür ist Zandvoort leider viel zu schnell, als das Untersteuern okay ist.
Jetzt sind wir wieder auf unserer Ausgangslage. Das ist mir ja ganz gut. Oh. So. Hopp, da ist ein. Da ist ein McLaren langsam. Sainz ist langsam. Okay, alles klar. Okay, dann haben wir eine Position gewonnen. Nice. Ja, Sainz hat einen Ausfall. Ein paar Informationen zu Sainz. Sie ziehen sich aus dem Rennen zurück. Oh, Junge, die Karre schiebt teilweise wie die Hölle. Okay, Raikön können wir jetzt leider DRS haben. Jetzt muss ich gucken, dass ich mich verteidige irgendwie. Die meisten Kurven gehen noch, aber diese schnelle Rechtskurve, da habe ich halt richtig das Problem, dass ich in der Außenfliege. Ah, nein. Jetzt ist er eben durch. Na los, die Position kannst du dir zurückholen. Okay, außenrum. Er hat irgendwie nachgelassen, warum immer. Ich habe keine Ahnung, warum er da vom Gas gegangen ist. Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,0 Sekunden. Das Gute ist mit dem Pack, wenn ich das so halte, dass Schumi da vielleicht sogar ein paar Vorteile von ziehen kann. Ich bin halt einfach nicht super schnell gerade, weil aufgrund dessen, dass ich die Kurven hier hinten halt alle super viel Zeit verliere. Jetzt ging es sogar gerade. Also es ist die Mischung zwischen Spoiler und natürlich viel Gewicht, aber wir haben natürlich noch viel Sprit dabei. Müssen wir ja auch mitrechnen, wir fahren ja nicht mit derselben Last wie im Qualifying. Ah, weit raus. Ich bin mit meiner Pace aber relativ zufrieden. Wir können jetzt mal mit dem Pack davor nicht mithalten, aber das sind auch alles die Autos, mit denen wir nicht mithalten sollten. Also an sich ist das jetzt hier realismustechnisch auf jeden Fall schon mal deutlich besser als das, was in China abgegangen ist. Das hier macht Sinn. Alter, da war aber jemand gerade hart motiviert. Habt ihr gerade im Rückspiegel gesehen vielleicht? Habt ihr nicht, ich sitze davor, vergesst, habt ihr nicht. Ja, Raikön meinte, da fast rein gleich zum Wimpen zu müssen. Er hat sich gerade noch davon wegentscheiden können. Er hat mich sonst gerade wunderbar abgeräumt. Das wäre richtig schön geworden. Da hätte ich mich riesig drüber gefreut, glaube ich. Ah, ist auch wieder in. Natürlich schneller. Der Alpha ist ja auch noch überlegen gegenüber uns. Also der Alpha, momentan ist ja nur der Williams der einzige, der beschissener ist als unser Auto. Also deswegen, klar, dass er ein bisschen mehr Tempo hat, vollkommen legitim. Du steuerst schon wieder. Fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald. Voll vergessen. Gut, dass Jeff da ist. Gut, dass Jeff mitdenkt. Ich habe das nämlich gerade voll verplant. Puh, ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Es ist leider extrem. Die Strecke ist anspruchsvoll, man muss sich halt super viel konzentrieren. Und wenn du dann noch einen Gegner im Nacken hast, der jede Kurve reinzustechen, du versuchst irgendwie gerade mit deiner leicht stumpfen Waffe dagegen anzukommen. Das ist nicht so lustig. Schön hinzumachen. Hat funktioniert, sehr gut. Zum Auto vor dir beträgt 5,6 Sekunden. Komm ich ja wirklich, wenn der Spoiler heil ist, ne?
könnt ihr theoretisch. Jawohl. Ich hätte gerade überlegt, wir stoppen früher. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Ah, ist in, S in. Ich versuche außen gegenzuhalten. Ah, oh, mein Fehler. Alter, hat mich voll verbremst. Ja. Ja, okay, da wollte ich zu viel. Jetzt wollte ich einfach zu viel. Wollte ich unbedingt gegen ankommen, aber nächste Racekurve war ich dann leider zu flott. Alter, Giovinazzi, wo ist der Platz bitte? Oh, Junge. Ja, nice ich. Supi gut. Flügel hat Schaden genommen. Besser, du kommst zur Reparatur an die Box, bevor es für uns zum ernsten Problem wird. Ja, das war nicht so gut. Kann ich die Box nicht jetzt anrufen? Komm. Ich hier drüber machen, ne? Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Ja, ich komme jetzt rein. Wir wechseln jetzt auf Medium und dann versuche ich irgendwie noch was rauszuholen. Das, ja, es war super dumm. Ich hätte dagegen ihn gar nicht gegenfighten sollen. Ich hätte ihn einfach fahren lassen sollen. Es war super dumm, da unbedingt noch mal ihn reinzuhalten. Ich habe keine Ahnung, irgendwie war es so mein Trotz, der gesagt hat, nö, die Klasse geht nicht vorbei. War super dumm, absolut, war super dumm. Der Unfall hätte gar nicht passieren müssen. Natürlich war er innen und ist über den Körper gehüppelt und ich bin ihn dann einfach seitlich in die Karre gefahren, weil er halt natürlich rüberkam. Ah, du, wie sehen die Anzüge gerade so komisch aus? Leute, ihr habt ganz komische Anzüge. Warum haben wir das? Leute, ich möchte jemanden aufgeklärt bekommen. Warum sehen unsere Anzüge so aus? Losfahren. Ach so, ab geht's. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Spoilerheile. Es waren nur Mediums drauf. So, jetzt mal gucken, was wir damit rausreißen können. Wir haben jetzt ein bisschen Qualifying-Modus, weil wir jetzt halt komplett alleine fahren, eine Weile lang. Bis sie vor uns gestoppt haben. Heißt jetzt wirklich Blindflug. Jetzt wirklich Blindflug und gib ihm. Gucken, was wir noch so hier aus dem Rennen machen können. Die Aktion war super dumm von mir. Es war überhaupt total unüberlegt. Als er neben mir war, dann ihn reinzulenken. Schneller, drück die Überholtaste. Das war wirklich absolut dämlich, muss ich leider sagen. Konzentration jetzt, ein paar brutale Runden in den Boden fahren. Und vielleicht hoffen, dass wir damit das Debakel ein bisschen ausgleichen können. Was sagt die Motorsettings? Ja, kann ich noch nicht umstellen, schade. Okay, sind gerade in der Box. Das Gute ist, ich habe jetzt Reifen, die schon auf Temperatur sind. Komm, bitte. Nee. Alter, ich habe richtig Zeitverlust gehabt. Krass, ich habe gedacht, ich würde viel mehr rausholen. Aber das war mal... Das war ein Schuss in den Ofen. Eieieiei, okay, das ist ein Rennen, was wir dringend aus dem Kalender streichen können. Ach, Mann. Das gefällt mir persönlich jetzt gerade gar nicht gut.
Ich habe mir für Zandvoort so viel erhofft, muss ich echt sagen. Weil ich mag die Strecke echt gern. Das ändert sich natürlich jetzt auch nicht. Das war jetzt einfach nur super viele Umstände, die jetzt zusammengekommen sind, die halt echt nicht gut liefen bei uns jetzt. Mick kommt an die Box. Mick an der Box. Alter, ja, selbst auf Latifi haben wir noch 6,5 Sekunden. Dein Vordermann hat soeben auf Mediums umgestellt. Vordermann jetzt auf Mediums unterwegs. Ich hoffe, meine halten überhaupt so lange. Wer weiß, halt zwei Runden vor dem eigentlichen Fenster drin. Das kann es natürlich auch, wenn Pech haben, das Rennen am Ende noch versauen, wenn die Karre dann anfängt abzubauen. Das wäre natürlich auch ungeil. Guck mal, wir müssen noch Latifi oder so holen. Einfach nur so für den eigenen. Gutes Tempo, aber denk dran, dass die Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Fürs eigene Ego. Nicht, weil es irgendwie was bringt. Aber nur so fürs Ego vielleicht noch jemanden catchen können. Das wäre. Ach, ganz wünschenswert. Dran. Ah, super dumm. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,9 Sekunden. Ja, Latifi dürfte ich noch catchen, wenn ich mich jetzt nicht ganz doof anstelle. Den dürfte ich vielleicht noch holen. Aber mehr wird schwer, mehr werden wir nicht hinkriegen. Ah, ist leider ein Rennenwochenende zu vergessen. Also Qualifying lief wirklich gut. Rennen lief bis zu den Zwischenfällen auch ganz ordentlich. Hätte ich den Spoiler nicht kaputt gefahren, hätte mir das schon einiges leichter gemacht, weil der Leichtfuß der Wagen ja leider extrem schwer für die manchen Kurven. Ich gerade so das Fahrverhalten jetzt vergleiche. Klar, ist natürlich jetzt auch leichter. Aber muss ich sagen, ich habe die Mediums jetzt drauf und ich komme besser teilweise ums Eck rum. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. So, komm, weiter fliegen lassen. Ich sag nur einen Platz noch holen, so einfach nur für mein Ego. Es ist einfach nur um. Wieso irgendwen auf der Strecke zu überholen zu haben, nicht weil es irgendwie, wie gesagt, relevant wäre. Nur um zu zeigen, dass wir über den Williams stehen. So ein bisschen. Mein Teamkollege macht das ja zumindest.
Come on, lass fliegen. Die Runde holen wir uns, Latifi. Letzten Sektor bin ich echt schnell, muss ich sagen. Letzten Sektor fahre ich lila, Alter. Das ist schon nicht verkehrt. Das ist ohne DRS wohl gemerkt. Muss man jetzt, darf ich natürlich nicht zu voreilig sein, was ist super schwierig hier zu überholen. Junge, da hat es mich auf dem Körper böse ausgehebelt. Alter, stand voll nice, ich konnte nichts machen. Da habe ich ganz gut gehabt, indem ich ihn reingerutscht bin. Oh, Junge, Junge, das war schon wieder unkonzentriert as fuck. Ist das die Reifenabnutzung? Ja, wird langsam nicht mehr so sexy. Zum Teamkollegen 3,6 Sekunden. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. So, gucken, ob wir noch in den letzten 3 Runden hier noch irgendwas anderes reißen können. Ich kann mir ja vorne noch so ein bisschen die Lücke auf Russell ein bisschen schließen. Oh, der läuft gerade, der wird ein bisschen durch Mick aufgehalten. Alter, finde ich das cool, weil ich da nicht am Wasser reinkomme. Alter, finde ich, dass die Pace von Mick da nicht so geil. Er könnte ruhig ein bisschen voller da gehen, der junge Mann. Kriegt ja einen guten Kohlen dafür. Wir müssen jetzt nicht unter Druck setzen. Aber der Teamchef hat Scheiße gebaut, das müssen wir jetzt irgendwie wieder abfangen. Mit Teamchef meine ich mich natürlich. Ganz schön Bockmist gekloppt. So, vorletzte Runde. Kann ich irgendwie Timo da sagen, hey, wenn ich am Wasser vorbei bin, Mick, lass mich vorbei? Ich bin immer sein Chef, ich könnte ihn rausschmeißen, wenn er es nicht macht. Ja, ich versuche nächste DRS-Zone versuche reinzukommen und gucken, ob wir es hinkriegen. Ja, sieht gut aus. Oh ja, sieht gut aus, den Kurven hier raus. Hallo, Russell. Halt auch der Shit. Komm, 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 komm. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Oh, Mick verbremst sich, ungeil. Einfach nicht voreilig werden. Was denn kriegen wir noch? Was denn kriegen wir noch? Benzin für eine Runde.
Aber Kimi, außenrum, Bitch. Woo. Oh, sehr schön. Wenigstens noch die beiden Williams geholt. Das ist zwar überhaupt nichts wert und eigentlich absolut irrelevant, aber zumindest die beiden Williams noch geholt. Zumindest über dem Team, über dem wir stehen, auch am Ende gestanden. Ach, wenn das echt keine Glanzleistung war. Also das war kein gutes Rennwochenende. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberfahrer. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Mercedes ist wieder... Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Ja. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Dieses Resultat verringert den Abstand zwischen dem Führenden der Meisterschaft und dem Rest des Feldes. Also Stefan, lass uns darüber sprechen. Sind schon echt schnell gewesen, nein, für den Fahrer des Tages zählen. Auf jeden Fall der fliegende Finne. Warte, wie viele fliegende Finnen hatten wir inzwischen schon? Wie auch immer, in diesem Fall meine ich Bottas. Starkes Tempo und ebenso gute Arbeit im Verkehr. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Ich bin eigentlich mal Zeit schon echt gut fit gewesen. Ne? Da hätten wir. Ja, da wären wir mehr drin gewesen. Gott, zeittechnisch wären wir sogar Top 10-mäßig unterwegs gewesen. Naja, hätten wir halt die Scheiße nicht gebaut. Ne? Hätte ich den Unfall nicht gehabt und allem, wäre ich da nicht reingefahren, hätte ich den zweiten Crash nicht gehabt. Also ja, es lief durchweg nicht sehr sauber, das Rennen. Das kann man auf jeden Fall so mal festhalten, würde ich sagen. Das kann man auf jeden Fall so zum Ende des Laufes auf jeden Fall Jens Hanford sehr gut erwähnen. Ja, nächster Lauf ist in Katalonien. Da geht's nach Spanien, da werden wir vorher nochmal kurz gucken, wir haben nämlich ein bisschen Geld jetzt über, mal gucken, worin wir investieren werden. Das machen wir in der nächsten Folge, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß und ja, lasst mir ganz gerne einen Daumen nach oben da und man sieht sich in der nächsten Folge hier bei Formel 1 2020 wieder. Bis dann, tschö, tschö.